Habt ihr halt schon Fotos gemacht in Berlin, die ihr verschickt? Ja, schon. Ja, von mir, aber da war nichts drauf. Nein. Ja doch, ich habe ein Selfie gemacht, auf WhatsApp geschickt. Ja? Yes. To your boyfriend? Yes. Wenn die morgen wieder abgeschafft würden und wir ohne Smartphones wären, wie wäre das für Sie? Dann würde ich mir ein anderes kaufen oder ein Feuerzeug und Rauchzeichen. Schon was verschickt heute? Ja, gerade eine Nachricht auf WhatsApp. An Schatzi? Ja. Habe ich auch gerade gemacht. Mein liebster Schatz, Berlin ist so schön, aber mit dir wäre alles noch viel schöner. Ich bin so froh, dass ich dir das alles so einfach mitteilen kann. Mit meiner ganz neuen Olympia Deluxe. Die 330 Mark haben sich echt gelohnt. Weißt du noch, wie ich mich damals nicht entscheiden konnte? Aber weil die Stiftung Warentest sie mit sehr gut beurteilt hatte, habe ich mich zum Glück richtig entschieden. Ich bin total flexibel und kann dir überall schreiben, egal wo ich gerade an dich denke. Und das ist wirklich oft. Die Olympia ist eine tolle Reiseschreibmaschine, nur mit dem Nötigsten ausgestattet und viel leichter und handlicher als diese ganzen Büroschreibmaschinen. Es ist echt toll, wie viel weiter wir heute technisch sind und dass ich dir nicht mit meiner schlimmen Handschrift schreiben muss. Dafür nehme ich auch in Kauf, dass es manchmal einen Typenhebelsalat gibt. Ups! Ein Affengehege, das muss ich unbedingt festhalten. Ganz flexibel und leicht. Kennen Sie die noch? Ja. Olympia, ja, hatte ich auch mal. Nehmen Sie mal, ganz leicht das Ding. Oh. Ja, genau, diese Reise. Die ist schwer. Ich kenne das von den Bewerbungen noch früher. Da hat man 10-mal die Bewerbung geschrieben, weil dann irgendwie ein Tippfehler war. Und man hat ganz leicht Sehnscheinentzündung sowas gekriegt, weil das ein bisschen schwer war. Ne? Ich bin gerade dabei, einen Liebesbrief zu schreiben und da musst du echt aufpassen dann. Ne? Im Liebesleben auch keine Korrekturtaste. Insofern muss man sich da immer mit vollem Risiko reinbegeben. Das haben Sie aber schön gesagt. Habt ihr selber da auch mal drauf geschrieben irgendwann mal? Nein, leider nicht. Also ich mache die gleiche Schrift immer auf Dings da mit Excel oder so weiter. Ich verändere die Schrift, damit es so aussieht, als ob es eine Schreibmaschine wäre. Stell dir mal vor, man müsste darauf wieder umstellen. Auf jeden Fall würde ich mir als erstes meine Fingernägel abmachen. Okay, jetzt habe ich sicherlich die Hälfte falsch. Mein liebster Mirko. Stefan. Alles gut. Das war 1983 kein Problem mehr beim Thermodrucker Brother EP20. In seinem Display kann der Text gelesen und noch vor dem Ausdrucken korrigiert werden. Im Test hat der Brother gut abgeschnitten, weil er mit viel elektronischem Komfort, geringem Gewicht, seiner Geschwindigkeit und Lautlosigkeit punkten konnte. Rundum zufrieden waren die Tester aber trotzdem nicht. Der große Nachteil des Geräts war sein Schriftbild. Die Schrift war sehr blass und schlecht zu erkennen. Außerdem brauchte man spezielles Thermopapier, das sehr dünn und auch teuer war. 12 Pfennig pro Blatt. Also für Verliebte war das viel zu kostenintensiv. Schnell zu Schatzi zurück. Auch dieser elektronische Terminplaner aus der digitalen Frühzeit will nicht so, wie ich will. Und das, obwohl ich ganz sorgfältig in Blockschrift schreibe, damit der Apple Newton meine Handschrift erkennen kann. Vielleicht geht's ja so doch am schnellsten.